Wir gehen nun der Frage nach, welche Ministerien es eigentlich gibt, wie wichtig sind die einzelnen Ministerien und was machen sie genau. Zunächst muss man da nochmal in Erinnerung rufen, dass es die Bundeskanzlerin bzw. der Bundeskanzler ist, der die Richtlinienkompetenz in der Bundesrepublik innehat. Das bedeutet so viel, dass die Kanzlerin, der Kanzler bestimmt, was die grundsätzlichen Ziele der Innen- und Außenpolitik sind. Wichtigste Organisationseinheit in diesem Zusammenhang ist das Bundeskanzleramt mit immerhin 600 Mitarbeitern, also sozusagen das Zentrum der Organisationsmacht in der Bundesrepublik. Die einzelnen Ministerien und Minister haben unterschiedliche Funktionen. Vorwegschicken kann man, dass eigentlich Ministerinnen und Minister, ähnlich wie die Bundeskanzlerin, der Bundeskanzler, eine relativ hohe Verweildauer im Amt aufweisen. Wir können uns ja mal einige anschauen. Da wäre zunächst als relativ wichtiges Ministerium das Bundesministerium der Finanzen. Viele würden sagen, das wichtigste Ministerium überhaupt, geleitet von Olaf Scholz, einem Sozialdemokraten. Das Finanzministerium ist zuständig dafür, die Finanzen zu verteilen, also den einzelnen Ministerien, den einzelnen Ressorts ihre Budgets zuzuweisen. Ein weiteres wichtiges Ministerium wäre das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, geleitet von Hubertus Heil, einem Sozialdemokrat. Und auch das hat eben ein Riesenbudget, weil eben der Sozialstaat in der Bundesrepublik Deutschland sehr viele Ressourcen verbraucht. Ein weiteres Ministerium, das in SPD-Hand liegt seit 2018, ist das Auswärtige Amt mit großer Tradition in der Bundesrepublik, geleitet von Heiko Maas, aber ebenso wie das Innenministerium, ein Ministerium, was einen großen Wandel durchmacht. Das Innenministerium, geleitet von Horst Seehofer, heißt jetzt nicht mehr nur Innenministerium, sondern Bundesministerium des Innern für Bau und neuerdings auch Heimat seit 2018 eine Nuance, die die CSU, aus der Partei stammt Horst Seehofer, eingeführt hat. Weitere wichtige und auch stark in der Öffentlichkeit diskutierte Ministerien sind beispielsweise das Ministerium der Verteidigung. Deswegen stark diskutiert, weil es hier um die Bundeswehr geht, um Landesverteidigung geht, um die Zukunft der Bundeswehr, die in den vergangenen 2, 3 Jahrzehnten seit der deutschen Einheit einen sehr starken Wandel durchgemacht hat, sehr viele Reformen durchgemacht hat. Wehrpflicht wurde abgeschafft, die Bundeswehr ist sehr stark geschrumpft, die Aufgaben der Bundeswehr haben sich stark verschoben in den letzten 3 Jahrzehnten seit der Einheit. Ein weiteres Ministerium, geleitet von Peter Altmaier, CDU, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, genauso wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung, geleitet von Anja Karliczek, CDU, und schließlich noch eins, das von der SPD geleitet wird, Katharina Barley, die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Also ich habe jetzt einige wichtige Ministerien genannt. Es macht Sinn, mal sich anzuschauen, welche Ministerien gibt es, welche Aufgaben haben sie, welche Ministerin, welcher Minister steht ihnen vor.